Gut. Na, bringen noch ein paar Plakat. Ei, was frei. Das ist der neue Schnur, gell? Das ist der Hannen auch, gell? Ja, bin halt bei, kommen wir noch. Plakate. Darf ich die Stande bleiben? Was ist hier, wo wir kommen? So, wenn ich das so. Geben wir zum Herzen nochmal einen Stoß. Aber ich denke, die Ohren nicht. Mai hätte wäre jetzt enttäuscht, wenn sie nicht gekommen wäre. Da muss man halt mal sammeln. Da muss man halt mal sammeln. Da wissen wir schon, oder? Ich werde halt was zu sagen. Okay. Hoffentlich was Positives. Ja, ja, klar. Sie wollten ja vorhin mit Fuß auch halten. Alles klar, können wir uns wieder einrollen. Regierungspräsident, lieber Jörg Meitzl, lieber Kollege Willi Herrmann, wir kennen uns die Situation dort, wenn man schon vorbeikommt, mal anzuschauen. Ich lese auf dem Transparent rechts ein Zitat einer früheren Staatssekretärin aus meinem Ministerium nach dem Tunnel. Jetzt verfolgt es ja gerade so schief, dass es nicht mehr. Nach dem Tunnel Gmünd kommt Möglingen. Also da hat die recht gehabt, die hat aber nicht gesagt, wann. Und das müssen wir, lieber Kollege Willi Herrmann, das müssen wir möglichst schnell und zügig machen, damit das dann auch einzigartig wird. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich im Grunde genommen alle 20 es flüssig zu gestalten. Das muss sein im Interesse dieses starken Wirtschaftsraums zwischen der A7 im Osten und dem ganzen Raum Stuttgart, Remstal etc. Weiter im Westen. Wir brauchen diese Verkehrsverbindungen. Sie werden immer mehr gebraucht. Solche starken Länder, die im Grunde genommen alle Fußkranken Deutschlands mitschleppen, wie Baden-Württemberg und Bayern, darf ich da hinzufügen. Aber diese beiden starken Länder. Also man stärkt andere nicht so starke Länder oder richtige finanzielle Schwächlinge in Deutschland nicht dadurch. Man stärkt die nicht dadurch, dass man starke Länder wie Baden-Württemberg oder Bayern schwächt. Und deswegen brauchen solche Länder wie die beiden Südländer eine ganz, ganz starke Verkehrsinfrastruktur. Und wir haben jetzt diesen Tunnel und wir brauchen auch noch entsprechend weitere Ortsumfahrungen. Ich sage das in aller Deutlichkeit, weil ich diese Räume natürlich alle seit, nicht erst kenne, seit ich Bundesverkehrsminister bin, sondern auch vorher.